Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs mit unserem Schwertransporter mit Karotten, mit normaler Ladung Karotten. Wir haben halt den Vierachser hier und fahren Karotten durch die Gegend. Demnächst links abbiegen. Leider keine schwertransportmäßige Ladung gehabt hier in Frankfurt. Biege nach links ab. Es wäre schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Oder wenn es welche gegeben hätte. Aber war nicht. Ja, und jetzt fahren wir nach Uelzen, da waren wir noch nie. Und von da ist das zumindest ein bisschen. Dann fahren wir zumindest mal wieder in eine Stadt, wo wir noch nicht gewesen sind. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne, wenn man das macht. Das kann ja auch seine Vorteile haben. Und vielleicht kriegen wir dann da irgendwas Schwertransportmäßiges. Wäre ja schön, wenn. Wir haben jetzt eine Fahrzeit von 6 Stunden. Bitte links halten. Das werden wir dann eher nicht in der heutigen Folge schaffen. Aber in der nächsten auf jeden Fall. Und ja, wir haben jetzt den Vorteil, wir sind jetzt wieder mit den In-Game-Aufträgen unterwegs. Also nicht World of Trucks, sondern In-Game. Weil World of Trucks funktioniert mit Pro-Mods komischerweise noch nicht. Was ein bisschen erstaunlich ist, weil der Multiplayer-Teil, der ja auch viel mit World of Trucks Aufträgen arbeitet, eigentlich. Demnächst rechts abbiegen. Ups, der tut. Der geht mit Pro-Mods, der ist kompatibel damit. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber World of Trucks nicht. Biege nach rechts ab. Route neu berechnen. Die hat doch gesagt, ich soll rechts abbiegen. Bitte links halten. Warum sagt ihr, ich soll rechts abbiegen, wenn ich es nicht soll? Naja, gut. War jetzt kein. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kein Drama. Ich will vor denen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ist gut. Ich wollte nur vor den Kollegen da. Na, viel verloren haben wir nicht, von dem her passt das. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, das ist, wenn jetzt mal dann die 1.36 offiziell immer rauskommt. Geradeaus. Das hier ist noch die 1.35. Das ist ein Transinet-Kollege, der fährt auch Transinet-Ware. Genau, wenn die 1.36 rauskommt, dann kommt auch das schicke Feature, wie im American Truck Simulator, mit Straßensperren, wo also Straßen komplett gesperrt sind. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also das gefällt mir nämlich im American Truck Simulator richtig gut, dass man da auch mal fahren kann und plötzlich heißt dann halt, ja, vorne weiter auf der Route ist Straße gesperrt, bitte suchen Sie sich einen neuen Weg. Finde ich gut. Also gefällt mir. Kommt nur ab und an. Das ist ja auch gut so. Wäre ja doof, wenn das jedes Mal käme. Aber ab und an halt mal. Und das ist das Schöne an der Sache. Und ja, ich bin mal sehr drauf gespannt, wenn das hier im Euro Truck Simulator kommt. Freue ich mich drauf. Freue ich mich sogar sehr drauf. Auch wenn es dann aber wieder eine Weile dauert, bis wahrscheinlich die Pro-Mods dann kompatibel sind mit der 1.36. Wobei sie können ja im Moment eigentlich schon dran arbeiten. Es gibt die Beta, gibt es ja schon. Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern man auf die Beta halt schon aufsetzen kann mit den Pro-Mods.
oder inwiefern man da Gefahr läuft, nachher alles nochmal machen zu dürfen. Die Gefahr besteht, oh, du stehst aber gefährlich. Je nachdem natürlich auch immer. Weil, je nachdem wie gravierend dann noch Änderungen gemacht werden, von der Beta zum Release, passt es vielleicht wieder nicht. Aber ich bin da nicht tief genug drin in der ganzen Geschichte, als dass ich das jetzt beurteilen könnte. Ob das geht oder ob das nicht geht. Ob es Sinn macht oder ob es keinen Sinn macht. Der gefällt mir, der Weihnachtsdude. Er steht da mit seiner Laterne. Perfekt. Kirchheimer Dreieck. Ja, es ist der Retarder aktiv. Bei 84. 84. So dass wir da nicht zu schnell werden. Was mir gerade einfällt, heute Nacht war ja, also für euch schon vor ein paar Tagen, aber für mich, heute Nacht war ja Zeitumstellung. Wurde die Zeit wieder eine Stunde zurückgestellt oder die Uhren eine Stunde zurückgestellt auf die Normalzeit. Winterzeit ist ja Normalzeit. Eigentlich war ja mal von der EU geplant, dass das die letzte Umstellung wäre und dann vielleicht noch, je nachdem, eine, wenn es dauerhaft auf die Sommerzeit geht, oder halt keine, wenn es dauerhaft auf der Winterzeit bleibt. Ja, so wie es aussieht, kriegen sie es wieder nicht auf die Reihe. Einige Länder sagen, sie wollen dauerhaft Sommerzeit, andere dauerhaft Winterzeit, je nachdem natürlich, ob die weiter westlich oder östlich in der Zeitzone liegen, weil entsprechend spät oder früh geht dann halt die Sonne im Winter bzw. im Sommer auf. Ja, Deutschland natürlich wieder ganz toll. Deutschland sagt, sie wollen erst nochmal eine Studie machen. Also Deutschland ist wieder mal so ziemlich das einzige Land, was erstmal gar nichts sagt und einfach sagt, sie wollen erst nochmal eine Studie machen und abwarten. Irgendwie bringt es unsere Regierung nicht mehr auf die Reihe, irgendwas zu entscheiden. Da wird nur noch abgewartet und quasi, wenn es von alleine passiert, dann nimmt man halt das. Traurig, aber wahr. Und ja, von dem her wird das tendenziell eher nichts. Dann, ja, wurde noch gesagt, eher 2021, wo sie das dann machen wollen würden, weil ja viele Firmen sich dann erstmal darauf umstellen oder einstellen müssten. Ich denke mal, firmentechnisch ist das wahrscheinlich das geringste Problem, weil welche Firma hat ein Problem damit, wenn die Zeit einfach durchläuft und nicht umgestellt wird? Ich denke mal eher keine, oder? Weil für die Bahn ist es einfacher. Die braucht sich nicht mit ihren Fahrplänen dann noch groß was berücksichtigen. Es geht dann einfach normal durch. Für Landwirte ist es einfacher. Weil bei den Tieren lässt sich die Zeit nicht so einfach umstellen. Für die ist 5 Uhr 5 Uhr, egal ob Sommer- oder Winterzeit. Also je nachdem, wenn es im Sommer 5 Uhr war, dann ist es im Winter halt 4 Uhr. Haben die kein Problem mit. Und ja, sonst wüsste ich eigentlich auch, also
industrietechnisch. Wüsste ich da keinen Grund, warum das ein Problem darstellen sollte, wenn die Zeitumstellung wegfällt. Meine Meinung, aber. Vielleicht gibt es einfach nur viele Sachen, wo ich es da nicht beurteilen kann. Bei den PCs ist es das geringste Problem. Außer natürlich, jedes Land hat dann seine eigene Zeitzone. Dann wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Weil, da muss man natürlich genau gucken, welche Zeiten stellt man dann als Referenzuhrzeit ein im Betriebssystem. Klar, deutsche PCs dann Frankfurt oder so als Zeitserver. Und dann brauchen wir ja nur umstellen, dass er die Sommer-Winter-Zeitumstellung halt nicht mehr machen muss. Das kann Microsoft sogar ganz einfach bei einem Update dann einfach automatisch deaktivieren. Aber blöd ist natürlich, wenn jetzt viele Länder verschiedene, also zum Beispiel Deutschland hat Winterzeit, Schweiz hat Sommerzeit, Italien hätte wieder Winterzeit, wenn da so ein Flickenteppich entsteht, okay, Schweiz ist nicht in der EU, aber egal. Wenn man dann so ein Flickenteppich hat, dann ist das natürlich doof. Runter vom Gas. Ja, ich fahre ihn nur für 84. Von daher alles gut. Alles bestens. Dreieck Hannover Süd. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 2 Stunden, ne? Vielleicht schaffen wir es heute sogar. So, war das 2,56? Ja, aber fast noch 3, ja? Schaffen wir eher nicht, glaube ich. Aber wir warten mal ab. Warten einfach mal ab. Larzen. Ne, da wollen wir nicht hin. Wir fahren geradeaus weiter. Nach Uelzen geht's. In das schöne Uelzen. Berlin, Braunschweig, Dortmund. Auch alles Gegenden, wo ich nicht wirklich oft bin oder war. Berlin war ich einmal, glaube ich. Das war. Oder zweimal. Einmal vor der Wende, irgendwann einmal nach der Wende. Ich weiß es gerade gar nicht. Schon so ewig her. Wir müssen geradeaus, so wie das ausschaut. Ja, sieht gut aus. Wir haben 2.35 Uhr und es ist relativ hell dafür, ne? Wobei wir hatten auch schon mal Gegenden, wo es dann deutlich dunkler war, wo wir unterwegs waren. Aber im Moment ist es ausgesprochen hell. Und sieht ja auch so recht gut. Ich glaube, am American Truck Simulator war das, wo wir. Genau, da haben wir ja letzte Woche. Sind wir viel mit Fernlicht gefahren, weil so dunkel. Ja, also hier kann man. Da kann man ja noch ewig weit gucken. Das ist ja wirklich extrem hell. Bitte links halten. Ja. Mach ich. Oh. Ein bisschen weiter links. Ein bisschen.
520 Liter haben wir noch drin. 1600 Kilometer kämen wir damit weit. Das klingt ja nicht schlecht. Klingt ja so nicht verkehrt, ne? Die dürfen wir natürlich nicht fahren, ne? 80 und dann ist Ende Gelände. Deswegen rollen wir gemütlich mit 80 durch die Lande. Genießen einen frühen Sonnenaufgang, so wie das ausschaut. Da geht sie schon auf, man sieht sie schon. Soltau. Müssen wir auch nicht hin. Doch, müssen wir. Upsala. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, machen wir. Geht runter von der Autobahn. Okay. Uelzen, da steht's ja schon. Munster. Ist das Munster oder Münster? Demnächst links abbiegen. Wobei Münster liegt völlig woanders. Dann muss das tatsächlich Munster sein, ne? Dann muss das wohl wirklich Munster sein. Hier waren wir noch nicht auf der Strecke. Bis der da ist, sind wir durch. Großes Frachtzentrum, so wie das da ausschaut. Oder LKW-Parkplatz. Parkplatz. Okay. Ein Parkplatz brauchen wir aber nicht. Tanken müssen wir auch noch nicht. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, hier können Sie mal Getreide ernten. Ja, das sind auch so Sachen, wenn die jetzt natürlich Jahreszeiten hätten, dann sind die Felder natürlich nicht nur die Bäume, dann wären auch die Felder natürlich entsprechend zu berücksichtigen. Mit frisch angesät oder nur umgepflügt oder halt reifes Korn. Raps natürlich genauso. Und was sonst noch so auf den Feldern rumsteht. Das ist dann natürlich schon aufwendiger. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schon sehr viel aufwendiger. Das muss man natürlich auch sagen. Darf man nicht aus den Augen verlieren. Aber ich fände es toll. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Es war jetzt auch keine so wirkliche Nachtfahrt, die wir hatten, ne? Es war eher. Immer eher hell. Aus. Mal ein Schlückchen trinken. Auch wichtig, wenn man ja die ganze Zeit erzählt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ups, da steht ein Schild. Ups. Ein Schild. Der da vorne beschleunigt nicht wirklich. Flott. Oh, wir sind doch gleich am Ziel. Dann fahren wir die Tour heute fertig. Dann fahren wir die doch tatsächlich fertig. Weil die zwei Minütchen kann ich jetzt noch dranhängen. Uelzen! Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Erster Aufenthalt in Uelzen, genau. Da kommt nichts. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Machen wir.
Und hier geht es dann jetzt irgendwo rechts, ne? Da nicht. Da. Ja, genau da. Aber eine komische Einfahrt. Wenn ich das mal so sagen darf. Wagen wir mal. Ist natürlich ein bisschen ungeschickt mit dem etwas ungelenken LKW hier. Aber okay. Kann ich da gucken? Oh, der lenkt mit. Stimmt ja. Vergessen. Der lenkt ja mit. Das macht es natürlich noch mal wieder ein bisschen einfacher. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit. Ja, wir sind ein bisschen zu weit. Ne, so rum. Ein bisschen zu weit rechts. Hä? Das kann man von außen gucken. Das ist mir gerade doch ein bisschen zu unübersichtlich. Nein, 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 nein. Ich dachte, ich schaffe das über Spiegel, aber... Dann wird es auch zu lange von der Zeit her. So, wir haben es zumindest so geschafft. Ne? Wir haben es ja über Spiegel versucht. So, satteln wir noch ab. Und damit sage ich dann auch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir uns eine neue Tour suchen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.